Empfangen wurde er von den Akademikern wie ein Messias. Meistertrainer Jürgen Klopp sorgte für echte Fußballstimmung und tumultartige Zustände an der Sporthochschule Köln. Borussia Dortmunds Erfolgscoach kam, sah, siegte und hinterließ ordentlich Eindruck bei den mehr als 500 Zuhörern. Ja, das war ein überragender Vortrag. Also wenn man den Klopp als Menschen so sieht, das macht einfach nur Spaß, dem zuzuhören. Der ganze Saal hängt ihm, glaube ich, an den Lippen. Ich habe hier in 3 Jahren Uni noch nicht halb so viel gelacht wie heute an einem Abend. Also es war einfach überragend. Gut 2 Stunden stand der Trainer von Borussia Dortmund den Studenten Rede und Antwort. Wer unter den Zuhörern von Zweifeln geplagt wurde, fasste neuen Mut. Denn Klopp, selbst diplomierter Sportwissenschaftler, präsentierte sich als leuchtendes Beispiel für den Nachwuchs. Und hier steht sie. Die fleischgewordene Zuversicht. Wenn ich irgendwas werden konnte, kann es jeder. Das ist ein Fakt. Auf seinem Weg nach ganz oben musste aber selbst Klopp Rückschläge einstecken. Nicht immer lief alles nach Plan. Da vorne haben welche geübt, rhythmische Sporten, also Gymnastik sind die Prüfung gerade, mit Bällen und Schnüren. Ja, oh, Seil, Entschuldigung. Und da ist mir eingefallen, dass ich 1900 irgendwann, also direkt nach dem Krieg, dass ich bei der Prüfung teilgenommen habe und ins Sekretariat musste und man hat gesagt, wo ist die Nachprüfungsliste für Gymnastik? Und da sagt, ist da einer durchgefallen? Ja, ich. Die Liste gab es gar nicht. Also für alle, die heute Probleme hatten oder den nächsten Tagen haben bei den Prüfungen, Kopf hoch, es geht weiter. Bei so viel Karrierecoaching wollte selbst die Konkurrenz dabei sein. So opferten auch die Leverkusener Bundesliga-Profis Jens Hegeler und Philipp Wollscheid ihre Freizeit. Vom Rummel um seine Person war selbst Kloppo überrascht. Ich war ehrlich gesagt total überrascht darüber, dass so viele Leute gekommen sind. Vor allem in Köln, wo der Fußball ja nicht so ein positiv besetztes Thema ist. Bei seinem nächsten Köln-Besuch könnte Klopp ja dann vielleicht den FC retten. Thank you.